Söhne, die hier am Start sind. Man on the Moon ist startklar. Das heißt, wir warten auf Quest the Moon und euch in Murphy. Die kommen herein. Beste Kandidaten für Wackenhut, Mercedes-Benz-Preis, Zukunftsrennen, alles ist startklar und Boxentüren auf an der 1400-Meter-Marke. Ja, und die Favoritin ist nicht sonderlich gut auf die Beine gekommen. Peace of Paris hat aber direkt Anschluss gefunden. Wer übernimmt das Kommando in gewohnter Manier? Natürlich I'll Have Another. An der Innenseite ist Rip Van Lips in zweiter Position. Dann Silver Shan, dann sehen wir Molly Massimo vor Peace of Paris. An der Außenseite Quest the Moon, vorletztes Pferd ist Charuka und am Ende des Feldes ist Man on the Moon auszumachen. So geht es die Gegenseite hinunter bei doch durchaus ansprechender Fahrt. An der Spitze ist nach wie vor I'll Have Another in front. I'll Have Another führt vor Quest the Moon in zweiter Position. Rip Van Lips, dann ist Gilbert Shan in vierter Position vor Molly Massimo, vor Peace of Paris, vor Charuka und vor Man on the Moon. So geht es bereits durch den Bogen hindurch im Zukunftsrennen 2008. I'll Have Another und Joey Fanning führen vor Quest the Moon. Rip Van Lips, Gilbert Shan lässt sich anfassen. Peace of Paris sucht aktuell verzweifelt eine Passage. Molly Massimo, dann Man on the Moon und dann ist es am Ende Charuka. I'll Have Another ist noch vorne. Dahinter fährt jetzt aber Peace of Paris groß auf. Quest the Moon an der Außenseite. Innen Rip Van Lips, der geht ja immer weiter. Aber I'll Have Another ist vorne für den Stall von Mark Johnston. Peace of Paris, Quest the Moon an der Außenseite. Quest the Moon, I'll Have Another und Peace of Paris zwischen den Pferden. Quest the Moon an der Außenseite mit Peace of Paris. Quest the Moon, I'll Have Another. I'll Have Another. Quest for Moon hat gewonnen. Eugene Murphy, glaube ich, außen. Quest the Moon for I'll Have Another. Und dahinter war es dann Peace of Paris. Charuka war schnellstes Pferd. Rip Van Lips. Dann Man on the Moon. Molly Massimo. Wir warten mal ab. Aber ich glaube, der Stall Salzburg hat alles richtig gemacht, mit Quest the Moon ihn nachzunennen für das Zukunftsrennen und dann eiskalt verwandelt, womöglich von euch in Murphy, aber wir warten mal ab. Ja, so ein spannendes und tolles Zukunftsrennen haben wir seit etlichen Jahren nicht gesehen. Das war ein wirklich tolles